Tipps für Ihre Sicherheit von Kriminalrat AD Lothar Schirmer. Er hat wieder einmal geklappt, der Trick mit der Nachricht für den Nachbarn. Zwei Frauen haben sich als Opfer eine Mieterin in einem mehrgeschossigen Mietshaus ausgesucht, dort geklingelt und erklärt, dass sie für die Nachbarn einen Blumenstrauß und eine schriftliche Nachricht hinterlassen wollen. Dazu baten sie um einen Zettel, auf dem sie die Nachricht aufschreiben könnten. Als sie in der Wohnung waren, bot eine der Frauen der Dame eine Tischdecke zum Kauf an. Diese Decke hielt sie so vor der Frau, dass ihr Blick auf den Rest der Wohnung versperrt war. Das wiederum nutzte ihre Komplizin aus und entwendete Schmuck aus dem Schlafzimmer. Uralt, die Methode. Aber es gibt immer noch Menschen, die sich davon überrumpeln lassen. Natürlich sind wir alle hilfsbereit und es kann ja tatsächlich mal passieren, dass jemand etwas für den Nachbarn abgeben will. Wenn das eintritt, dann lassen Sie die Fremden nicht in die Wohnung. Ein Stück Papier und einen Stift kann man auch auf den Flur hinausreichen. Aber aufgepasst! Während Sie die Utensilien holen, sollten Sie tunlichst die Wohnungstür zumachen, sonst schlüpft Ihnen doch jemand in Ihr Heim und verschwindet mit Sachen, die Sie lieber für sich behalten hätten.